Ja, dann sagen wir mal willkommen zurück. Wir sind nochmal hier im Norden und versuchen ja die letzten Reste des Nordens noch zu unterjochen, während wir uns dann den Chaoszwergen oder generell den Chaosmächten noch weiter im Norden zu auch, wenden müssen. Oder eben hier den ja, Osten, Südosten, wie auch immer, um die Chaoszwerge wirklich zu vernichten und vielleicht den nächsten legendären Groll anzugehen. Wir haben ja einen erledigt, das ist ja schon mal nicht schlecht. Der ist weg, das heißt der Norden ist im Prinzip unterjocht. Wie gesagt, mit ein paar versprengten Aktionen noch, die interessieren aber nicht so wirklich. Ihr könnt natürlich auch Nagaron angehen, boah, weiß nicht. Aber hier, das wäre die Option, die Gefallenen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Mal gespannt, wie weit Grimgorgs harte Horde noch da ist. Da müssen wir weit hier in den Osten hinein. Aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Aber wir haben ja momentan dann auch mit mehreren Fraktionen Krieg, die uns richtig schön auf den Nerven gehen wollen. Und es kann auch sein, dass uns die Dunkelelfen den Krieg erklären. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Irgendwann erstmal räumt hier der schöne Malakai hier mal ordentlich auf. Denn die Viecher da oben geben mir auch ordentlich auf den Nerv. Und da sie uns schon den Krieg erklärt haben und diese fiese Plündertour da gemacht haben, wäre es nur gerecht, das mit Gleichem wieder zu vergelten. Also wir gehen erstmal ganz gemütlich hier rein. Wir wollen natürlich nichts Böses, ne? Brauchen wir noch keinen Krieg zu erklären. Wir sind ja ehrliche Zwerge, wir tun einem nichts und nächste Runde werden wir ihn dann einfach schön in den Rücken fallen. Während uns Entiro hier wieder mal, ja, das eigentlich im Prinzip das Gleiche macht, also uns auch in den Rücken fallen will. Und unsere Ersatzarmee, wie gesagt, soll jetzt mal versuchen, Epidemus auszulöschen, damit wir den schon mal los sind. Ob das klappt, weiß ich nicht. Generell ist also unsere Zweitarmee halt nur am Verteidigen hier hinten. Ich rüste die immer weiter aus, wie ihr seht. Also sie muss auch immer stärker werden, damit wir auch eine Chance haben, auch dickere, stärkere Armeen und nicht nur so komische Norska-Armeen, die nur aus Barbaren bestehen, zu beseitigen. Okay, Antiro ist irgendwie sehr heiß auf unsere Extra-Armee, aber die geht erstmal hier Epidemus ein bisschen auf die Nerven und er wird dann erstmal hier seine Siedlung schnappen. Wie gesagt, wir müssen die eigentlich ausrauben. Das Schlimme ist ja ausrauben und danach muss ich hier nochmal angreifen und dann wirklich zerstören. Das ist ein bisschen lästig. Vor allem, da wir halt ja mit denen nicht wirklich uns regenerieren können in der Weise. Und Epidemus ist hier hinten schon wieder da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen müssen. Vor allem wegen der Garnison und dann noch mehr rüber schicken. Aber gut, er soll uns wenigstens mal ein bisschen Geld holen. Warum nicht? Und 6 Runden ist die Armee sowieso weg. Und wenn Entiro da jetzt hinterher läuft, mir eigentlich auch relativ egal. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt hierbleiben sollte, um mich hier zu schützen. Oder ob ich tatsächlich mit dem auch rübergehe. Ich weiß nicht, wie stark die Armee genau ist. Wenn die so schlecht ist wie die eine, die er schon mal geschickt hat, sollten wir eigentlich keine Probleme bekommen. Aber das kann man ja nicht genau sagen. Natürlich machen wir die geschickte Diplomatie und holen die Waage in den Krieg, indem wir uns bezahlen lassen. Das ist eine ganz tolle Sache, sodass Markeisen auch noch ein bisschen Gold daraus schlagen kann, obwohl wir sie eigentlich in den Krieg gezogen haben. Ach, herrliche KI. Perfekt, so wie wir es brauchen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber und greifen direkt mal an. Oh ja, da ruckelt erstmal das gesamte Spiel. Und nicht in diesen Trash, den wir hier haben. Ja, und sacken uns das ein. Ausrauben, wollen niederreißen. Hey, wir nehmen es einfach ein. Wir wollen den Norden ja für uns haben. Auch wenn das immer mehr natürlich, ihr seht es ja hier, Gefahr gibt, dass wir halt mit denen im Krieg landen werden. Das Gute ist, die sind aber auch miteinander im Krieg. Hier diese dekadenten Herrscher. Und Hargreff, solange die noch nicht das ausgefecht haben, hoffe ich zumindest, dass wir nicht Krieg erklärt bekommen. Aber je mehr Nachbarschafts- oder freundliche Nachbarn, die wir treffen, desto gefährlicher natürlich für unser Spiel. Das war leider unsere extra Armee. Wir konnten nur die eine Siedlung zerstören, aber gut, war abzusehen. Heißt, wir müssen uns jetzt leider da hochbewegen, um Epidemus so richtig schön in den Hintern zu treten, sonst wird er uns konstant auf die Nerven gehen, während Entiro sich irgendwie nicht entscheiden kann, wo er jetzt hin will. Ja, und die Waage werden halt natürlich einfach zerquetscht von Makaisen. Das ist klar, ne? Die können uns mit ihren Barbaren nichts anhaben. So sieht Rache aus, Sotaek. Du hast unser Gebiet verwüstet und jetzt ist deine Fraktion nur noch Schmutz. Naja, war sie schon die ganze Zeit, aber jetzt ist sie auf jeden Fall nur Schmutz offiziell gesehen. Denn die Waage sind vernichtet und damit haben wir unsere Rache. Und jetzt kann sich Malakai Makaisen eigentlich mal um die Schlachten kümmern. Sonst hinten haben wir einen Tiro mal besiegen können mit unserer Zweitarmee. Der hat sich bei uns verlaufen, in Anführungszeichen. Dann die zweite Armee haben wir auch besiegt. Der hat uns erstmal wieder mal Winterfeuer eingenommen. Zum 1000. Mal. Und der pumpt natürlich ordentlich nach. Wir müssen halt darüber und diesen Mist vernichten. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit der einen Armee hier alleine schaffe. Das ist das Problem. Außerdem hatten wir hier so eine extra Fraktion. Die hat uns auch den Krieg erklärt. Konnte ich aber noch was rekrutieren, um die zu beseitigen. War nicht so das Problem. Auch wenn es ein knapper Sieg war. Ah, schaut es euch an. Wir haben den ganzen Norden eingenommen. Skellinger, Vager, alles weg. Wunderschön. Guckt es euch an. Das heißt, die erste Mission ist nun offiziell auch wirklich abgeschlossen. Ging relativ schnell, Makaisen konnte durchziehen. Jetzt geht es darum, hier mal diese Außengegner zu besiegen. Also die ganz, ganz, ganz hohen, also die Chaoswüsten zu besiegen. Und dann Richtung Chaoszwerge zu gehen. Allerdings, ihr seht es hier schon, ja, die Chaoszwerge sind eigentlich schon besiegt. Ihr seht aber, wie viel diese blöden Orks haben. Die müssen wir auch besiegen. Könnt ihr das hier nochmal sehen. Denn drei
Also eigentlich alle außer die eine Chaos-Zwerg-Fraktion sind schon vernichtet. Ja, und Grimgorgs harte Horde wird, die ist auch schon vor dem Patch so war, also wo ich das letzte Mal auch gespielt habe, wahrscheinlich eine der stärksten. Oh ne, 38 nur. Der ist schon gedacht, dass er einer der stärksten wäre. Gebiete hat er 18, ist trotzdem natürlich sehr viel. Mal gucken, wie die Chaos-Zwerge sich da jetzt noch schlagen können. Sonst müssen wir nachher nur noch den Ork umbringen. Also ich denke, wir werden ihn noch umbringen können oder müssen. Aber das Gute ist natürlich, wir haben ja unsere Verbündeten direkt davor. Von daher sollte es möglich sein, dass wir da was hinkriegen, auch wenn wir Krieg erklären. Wenn wir sie dann unterstützen später. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr seht ja auch generell, Kislev ist noch immer sehr stark. Ich nicht so richtig gebacken, hier den Chaos-Typen umzubringen. Und hier haben wir auch unseren Außenplatz verloren, wo wir letzte Kavallerie hätten bauen können. Naja, gut, ärgerlich. Aber ansonsten sieht das Norden hier schon, ihr seht es, ganz gut aus. Gut, das Imperium kämpft natürlich wie immer mit den Vampiren. Die sind halt immer auch extrem stark. Aber ihr seht es hier, es passt eigentlich. Also hier ist noch Gorsel übrig und Arnau. Der Rest ist tatsächlich auch hier Gungsind ist eingenommen worden. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier aussieht. Und Sylvania ist jetzt auch, ihr seht es auch, langsam geschichtet tatsächlich. Selten gesehen, dass das funktioniert oder klappt. Ihr seht, dafür haben die Zwerge hier unsere Brüder ausgelöscht. Aber trotzdem, selten gesehen. Vielleicht hat sich da doch etwas verändert. Oder das war, weil wir den ganzen Druck im Norden weggenommen haben. Kann sich auch sein. So, wir haben uns jetzt mal mit dem Kampf begeben gegen die Chaos-Zwerge. Und zwar über diese Mission, die wir haben. Da sollen wir ja diesen Konvoi hier überfallen für unser Abenteuer, damit wir es endlich mal abschließen können. Also vollständig. Ihr seht, unser Luftschiff musste diese Elite-Terror-Bomben-Mörser, die Terror-Beben-Mörser zerstören, weil die sonst ordentlich Schaden an uns machen. Wir haben auch mit unserer Artillerie, die hinten steht, und unserem Makai sind schon mal ordentlich Schaden gegen die feindlichen Einheiten gemacht. Die Gyrokopter stehen bereit, um sofort loszulegen, um dann irgendwann auch mal Einsatz zu bekommen. Momentan muss man natürlich aufpassen, dass sie nicht abgeknallt werden. Und ja, jetzt geht der Kampf erst so richtig los. Unsere Bergarbeiter stehen natürlich gänzlich schlecht. Das ist aber so ein bisschen auch die Wegfindung. Hier ist Horror. Deswegen müssen wir jetzt mal einfach mal nach vorne ballern und schauen, ob wir da möglichst diesen ganzen Flüngen hier abfangen können. Da haben wir das Problem, dass hinten verdammt viele Fernkämpfer noch stehen. Auch vielleicht mal unsere Helden drauf schicken, damit das auch ein bisschen besser funktioniert. So, jetzt gucken wir mal. Schmeißt mal eure Bomben. Auch wenn es ein bisschen Friendly Fire gibt. Jawohl, sehr gut. Perfekt. Dann könnt ihr nochmal... Ja, die fliehen schon. Das ist auch sehr gut. Die haben keine Munition, diese Terrorbeben-Mörser. Von daher sind die kein Problem. Sollte man lieber dann hinten nochmal auf die fokussieren und die Musketen auf Seite bringen. Markeisen müsste jetzt mittlerweile so viel Schaden machen, dass er, ihr seht schon, dass auch diesen Zerstörer, der T5-Einheit, einfach wegrasiert, weil er einfach so extrem viel Schaden macht. Und unsere Slayer sind ja auch noch dabei, die große Einheiten halt deutlich zerstören. Ja, damit ist er schon gefallen. Und ja, die Viecher hier ohne Munition, ja, die können von mir im Nahkampf rumstehen. Das wird die, glaube ich, nicht sehr beeindrucken. Also unsere Einheiten. Deswegen können wir jetzt einfach hier alles nach vorne schicken und endlich mal ihre Gyrokopter da hinten in die Fernkämpfer hinein. Auch wenn die ordentlich Schaden bekommen werden, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich denke, das ist das Sinnvollste, damit wir ein bisschen was den Druck da rausnehmen können. Jetzt sehen wir unsere Gyrokopter mal im Einsatz, die sie hier schön auf diese Feuergliven einschießen. Wunderbar, so muss das aussehen. Hier allerdings auch immer sau viel Schaden, die Viecher, ne? Ja, und damit haben wir auch schon gewonnen und sehr schnell gebrochen. Die Fernkampfdominanz so ein bisschen von Markeisen gezeigt, ja plus das Schiff hat natürlich die ganze... dicke Verstärkungen aufgehalten. Gut, wir müssen nochmal sagen, diese drei Terror-Beben-Mörser hatten jetzt nicht die Möglichkeit zu schießen. Von daher war der Kampf natürlich auch nicht überragend schwer. Aber damit haben wir unser erstes Abenteuer abgeschlossen. Und dadurch, dass wir jetzt endlich das erste Abenteuer, ich habe mir wirklich Zeit gelassen damit, abgeschlossen haben, können wir jetzt auch die anderen Abenteuer uns zu Gemüte führen. Das hier werden wir natürlich auf jeden Fall machen können. Erstmal Goblin-Schnitter ist auch eine neue Einheit, die wir natürlich nutzen sollten. Habe ich auch schon ein paar gebaut hinten in unserem Heimatgebiet. Ja, hier in dem Gebiet, die kommen wir jetzt einfach nicht. Und wir müssen im Gebirgs- und Ödlandklima, sollten wir hinkriegen. Ja, Suchtrupps der Nachtglobis müssen wir mal schauen. Ja, und natürlich Grünhäute bekämpfen. Dann haben wir Vampirschlechter. Wird schwierig, aber wäre natürlich die Gyrobomber auch ganz cool, wenn man die Gyrobomber verbessern könnte. Wenn wir gucken, hier kriegen wir ja mehr Erfahrung, Rekrutierung, perfekte Vitalität, ja. Hutaufstellung ist immer gut, Schleicher ist auch nicht schlecht, kann man so ein bisschen Traps aufsetzen. Hier hätten wir nochmal Feuerbomben, die man freischalten kann, was natürlich auch ziemlich gut ist. Und hätten ja mehr Schutz und ermöglichen magische Angriffe. Auch sehr cool. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn die auch noch magisch wären. Hier können wir unsere Flammenkanonen verbessern. Da müssen wir gegen Waldelfen. Ich meine, Waldelfen hasst jeder. Aber schwierig, glaube ich, dass wir da noch rankommen. Ja, und gut, gegen Chaos tatsächlich. Ja, da kämpfen wir permanent gegen. Also das sollten wir eigentlich zuerst starten. Wir können alle starten, wir brauchen halt nur das Geld dafür. Das Elfen-Ding habe ich auch mal gestartet. Da haben wir auch schon das erste erledigt. Da mussten wir einfach nur ein Gebäude bauen. Hätte ich auch früher machen sollen. Ja, Geld war aber immer so, was ich ausbauen wollte. Ne? Von daher habe ich das so gemacht. Hier auch mit den Gefechten im Gebirgsklima kriegen wir ja sofort hin.
Wobei unsere Kanone eh schon auf dem höchsten Rang ist. Also nicht so, dass wir jetzt irgendwie so mehr bräuchten. Aber hier zum Beispiel, bei dem die feindliche Armee Kavallerie enthält, hätten wir auch schon lange durchgehabt. Dann hätten wir uns schon mal vielleicht diesen Drachenhautmantel holen können. Was natürlich gar nicht schlecht wäre für unseren Helden. Weil eine Waffe haben wir schon. Wir haben jetzt eine zweite Waffe durch Makaisen. Das heißt, wir haben da jetzt ein bisschen Auswahl. Wir haben jetzt Glebenkanone. Könnten noch mehr Reichweite machen. Ich glaube, das nehme ich auch. Wobei die 20% natürlich schon ziemlich saftig sind. Aber ich glaube halt, dieser extra Schaden ist nicht schlecht. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, das jetzt jemand anderen zu geben. Das kann halt nur von Makaisen getragen werden. Ich weiß nicht, bei dem auch, ja. Meistertechniker können das aber tragen. Das heißt, unser Meistertechniker könnte das hier unten tragen. Also Glebenkanone tragen. Dann nehmen wir das tatsächlich, geben das unserem höchsten Meistertechniker und dann geben wir Makaisen halt das Überredungsmittel wieder. Das passt doch gut dann. Wir haben jetzt auch einen neuen legendären Charakter bekommen. Ich hatte noch so eine Schlacht gekämpft. Garagrim Eisenfaust. Noch ein Slayer. Hat jetzt sonst, glaube ich, erstmal nichts Besonderes. Also ähnlich wie den wir schon haben. Slayer Eye. Da wurde auch ein paar Sachen schon. Slayer Legende. Was Neues. Also die obere Linie ist dann neu. Ich glaube, das ist dann eine erfahrene Wanderer. Das ist schon auch was Neues. Also diese obere Linie ist dann neu. Und wir haben eine Truppen auffüllen. Das geben wir unserer dritten Armee dann hier rein. Dann ist sie auch schon mal gut equipped. Denn wir haben ja schon einen Fane und einen Meistertechnikus mit drin. Und ihr seht, die Armee ist schon mal sehr krass. Wir rekrutieren hier auch schön weiter, damit wir auch noch mehr haben. Zwischen Orgelkanone nehme ich mal mit. Ja, die Bomber und Langbärte plus halt Slayer natürlich. Wobei die Slayer extrem teuer jetzt sind, weil wir natürlich jetzt nicht mehr so viel gekämpft haben, sind wir jetzt in einem extrem schlechten Zeitalter gelandet. Eigentlich müsste ich diesen Slayer jetzt zum Beispiel mal rauskicken, weil der kostet einfach viel zu viel Abgieb, als das sinnvoll wäre. Dann müssen wir uns leider irgendwelche anderen nehmen, auch wenn die immer bessere Vorteile haben. Aber 338 ist schon für so einen Katapult ein bisschen übertrieben. Das Spiel sagt uns zwar, wir verlieren gegen Epidemis mit unserer Zweitarmee, aber unser Helikopter löscht einfach mal komplett diese, die tollen Seuchenbienen, wie sie heißen, aus. Die eine ist irgendwie abgehauen. Ach, da ist sie, ja. Können wir natürlich auch einfach nochmal abfangen. Die können gar nichts gegen uns machen. Notfalls können wir auch die Munition nochmal aufladen, was auch sehr cool ist. Wie haben wir das durch unseren Meistermechaniker? Das heißt, wir können jetzt einfach hier die komplett aus dem Leben zerpflücken, diese Viecher. Und dann können wir denen einfach wieder Munition zurückgeben, damit wir direkt dann nächstes zerpflücken können. Exzellent. Wichtig ist dann immer schön, die Bomben zu treffen. Das ist manchmal ziemlich Micromanagement-intensiv, aber ja. Ihr seht schon, zum Beispiel die Drohnen, die T3 sind jetzt schon mal weg. Eigentlich auch keine neue Munition, einfach nur die Bomben noch ein bisschen setzen. Und wie gesagt, das ist nicht so einfach, wenn man so ein alter Sack ist wie ich, aber theoretisch ist es sehr effiziente Weise und ja, und auch so hohe Geschwindigkeit spielt, ist natürlich auch nicht so intelligent. Sollte man auch nicht unbedingt machen, aber an sich haben wir auch jetzt unsere Mission erfüllt. Müssen wir eigentlich nur noch drauf gehen und jetzt nicht mehr auf schnell spielen und gucken, dass wir unsere Einheiten konservieren. Also eigentlich sollte der keinerlei Chance haben. Ich habe keine Ahnung, wieso ich überhaupt das hier kämpfen muss. Er hat nur so Standard-Einheiten, die überhaupt nichts Besonderes können. Also keine Ahnung, was das sollte. Aber gut, ist halt manchmal so, ne? Gut, hier kriege ich jetzt natürlich meine Viecher da zerstört, weil ich nicht gut aufpasse. Nicht sehr intelligent. Aber gut, wir können da ja was gegen machen. Gegen diese Chaos-Ritter, die sind natürlich schon recht stark, gerade mit dem Charge. Dass man auf jeden Fall aufpassen muss. Eigentlich diese, sind mir eigentlich nicht schlimm, die habe ich extra geholt, weil ich gesehen habe, dass der da mit der Armee ankam. Also wenn die sterben, ist halt nicht schön. Ja, aber ist halt so, ne? Also das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Wir können hier noch ein bisschen unterstützen. Wir können auch denen jetzt nochmal Munition geben, wie gesagt. Das wäre auch ganz sinnvoll. Oh, der steht auch noch ganz hinten. Nicht gerade. Und dann haben wir den Kampf eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wollen wir mal die Gyrocopter-Bomben so reinhauen. Oh ja, sehr gut. Nochmal bitte. Und direkt nochmal. Ja, sehr schön. Die haben sich auch richtig schön geklumpt da. Richtig exzellent für uns, ja. Weg mit denen. Das sind nicht die ganzen Viecher, die eigentlich haben, die uns angeblich ja dann besiegen sollten. Aber ihr seht, wie die einfach dahin schmelzen. Diese Bomben nutzt. Ja gut, es ist halt Micromanagement, ne? Das ist ganz klar. Aber an sich sollten die ja keinerlei Chance haben dagegen. Wenn wir davon die ganze Masse haben. Die kriegen natürlich immer sehr viel Schaden. Da muss man halt wirklich immer aufpassen. Diese Dinger, das ist wirklich extrem Micromanagement intensiv. Gerade weil so, wenn man so raus ist, wie ich das bin, ist das natürlich sehr schwer, da noch so ein bisschen den Fokus zu behalten. Die anderen Kampfsituationen. Das ist nicht ohne, aber es klappt. Wir haben jetzt eigentlich den Kampf gewonnen. Damit sollte Epidemus tot sein. Und die Chaos-Legion, da hat uns nämlich der Bär geholfen, Osor. Oder wie hieß er nochmal? Oder Boris, genau, der Osor oder wie er sie nochmal hieß, beschwören will. Ja, ihr merkt, Lore bin ich absolut tief drin. Nicht wirklich, aber wo ich sehr interessant finde. Und damit flieht auch selbst der Epidemus. Der Epidemus sogar wieder verletzt. Der andere geht schon einfach durch seinen Widerstand, den er nicht mehr hat, zugrunde. Und damit sind wir ohne größere Verluste eigentlich durch. Ihr seht, ja wohl knapper Sieg, sagt er mir. Obwohl ich eigentlich verloren hätte. Ein bisschen gemein. Und damit fällt auch endlich dieser nervige Epidemus unserer Zwergenhorde zum Opfer.
Wir werden das erstmal besetzen und ein bisschen regenerieren, falls uns jetzt doch noch jemand in Krieg erklären, damit wir nicht von hinten irgendwo befallen werden. Walter der Pestilenzen tot oder zerstört, wie auch immer. Wir haben leider ein Gebiet hier, ich würde gerade zerstören. Und dann ist eine Rebellion ausgebrochen und hat sich jetzt hier wieder reingesetzt. Bisschen nervig. Und das sind übrigens die Überreste von der Chaos-Legion. Keine Ahnung, warum. Dieser jetzt immer hieß auch Boris, oder? Muss ich nochmal schauen. Die Bärenbeschwörer auf jeden Fall. Die sind hier, genau. Boris, ja. Boris Ursus, also beides eigentlich sogar richtig. Aber er hat irgendwie keinen Bock gehabt, die zu töten. Frag mich nicht, warum. Ja, dann überleben die halt hier mit einem Helden halt. Solange er das möchte. Ah, unser Luftschiff ist fast perfekt. Jetzt können wir auch die schönen Donnerbarken beschwören. Das heißt, wir kriegen zu der Geist-Grungnis noch die Donnerbarken dazu. Ich beschwöre direkt mal zwei Stück. Die kosten 385, natürlich sehr teuer, aber ganz ehrlich, wie interessiert's? Das ist ein Kanonenboot, Zuschläger, guckt sich den Schaden an, einfach genial. Und da könnt ihr richtig schön Artilleriefeuer von oben auf die Gegner herabregnen lassen. Perfekt. Ansonsten seht es ja, Slayer-Armee, weil die halt sehr günstig sind für uns auch. Unsere drei Helden und ein paar Gyrocopter-Bomber oder Gyro-Bomber. Den Goblin-Schnitter habe ich einmal mitgenommen, kostet auch gar nichts. Den könnte ich mir auch absolut unendlich kaufen eigentlich. Aber dafür sind wir eigentlich schon zu weit. Ich konnte den Herrn nicht wirklich aufmotzen hier, diese Armee, weil wir halt konstant da oben gekämpft haben. Ihr könnt auch sehen, unsere Forschung geht auch richtig schön voran. Wir haben jetzt alle Upgrades für unsere Donnerbarken, eben Gyro-Bomber und Gyrocopter. Seht, den Unterhalt ist runtergesetzt, die Panzerung erhöht. Sehr gut. Und wir gehen auch auf die Artillerie gerade, mehr Damage. Reduktion der Nachladezeit, also auch noch mehr Schaden eigentlich. Und noch mehr Verteidigung. Sehr gut. Das heißt auch, die Forschung geht genau in unserem Weg. Wir sind aber auch jetzt schon in der 70. Runde, von daher sollte das auch so passieren. Und jetzt sollten wir uns eigentlich mal hier schön den... Wie hieß er nochmal? Jetzt habe ich schon vergessen, wie er heißt. Grimgorg, genau. Grimgorgs harte Horde zuwenden, denn die ist noch immer sehr groß. Nicht sehr stark momentan, aber sehr groß. Ich denke, dass Boris da auch was gegen machen wird. Ihr seht schon, der ist ja auch hier schon bis hier oben durchgegangen. Irgendwann werden die sich wahrscheinlich miteinander... kriegen oder wir bringen sie halt mit dem Kampf. Ich meine, eins von beiden muss ja sein. Ihr seht aber, das wird durchaus eine Aufgabe, die wir zu bewältigen haben hier in den zwei. Aber passt ja ganz gut. Wird dann der zweite Teil. Chaos-Zwerge müssen wir dann fast gar nichts machen. Das ist dann wirklich eigentlich nur Orks auslöschen. Ja, und einmal diese Diener des Konklaves. Bin mal gespannt, wie groß die noch genau sind. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen. Wir können ja auch die legendären Kommandanten holen. Problem ist, ihr seht's, wir haben zwar die ganze durchgebuttert, aber wir müssten tatsächlich seinen Groll noch dazu kriegen zu unserem Groll. Und müssten 31, also zu dem Groll, den man ursprünglich bezahlen muss, so muss man sagen, 15.000, nochmal 16.500 dazu bezahlen. Und deswegen würde er uns 31.571 kosten. Was natürlich keine Ahnung was ist, also den bräuchten wir halt. Wir können hier zwei nehmen, ihr seht, die sind recht billig. Ja, warum? Das ist auch relativ simpel, die sind nämlich tot. Also sind die Fraktionen von denen sind ausgelöscht, das heißt, ihr kriegt da, der steht hier unten. Wenn er gefallen ist, nur Togrim als Kommandant, was natürlich trotzdem cool ist. Könnten wir uns eigentlich gönnen. Hier wäre 18.000. Ach Gott, was bei Ungrim Eisenforce? Halleluja. Der hat 18.000 beglichen, der hat 31.799 beglichen. Bei dem können wir niemals nehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt will, jetzt das Gebiet einzunehmen. Das ist dann einfach ein bisschen zu sehr das chaotische Eskalieren. Ihr seht ja auch 22 Siedlungen. Deswegen ist das auch so teuer, 10 und 7. Aber ich meine, man könnte sich tatsächlich die beiden hier holen, um sie halt einfach, zu haben, ne? Da kann man das durchaus machen. Ich frage mich nur, bezahlt man das dann? Weil das sehe ich jetzt nicht so richtig, ob man das bezahlt. Die Gesamtzahl der von seiner Fraktion, um den festgelegten Betrag zu betreffen. Also wir müssen einfach nur den Gesamtbetrag übertreffen. Ne? Das ist jetzt nicht, dass wir das bezahlen, oder? Weil es gibt ja keinen Wert. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, sollte die Konföderation einfach möglich sein. Und hier habe ich jetzt einfach nur einen Cooldown nochmal. Und das heißt, es kostet trotzdem nur 1000. Sollten wir auch ohne Problem machen können. Und deswegen wäre das doch kein Problem, oder? Nee, doch nicht. Hier sehen wir 30.000. Der zweite kostet dann nochmal mehr. Ja, der kostet 30.000. Okay. Gut, dann hätte ich das tatsächlich nicht machen sollen. Aber es ist doch nicht so wichtig. Man sieht ja, die Mechanik ist sehr teuer. Wir haben 28.000 beglichen. Na gut, wir hätten es dann doch machen können. Aber ich muss sagen, für das Playthrough würde ich das ja gar nicht machen wollen. Deswegen habe ich mir lieber Torgrim nochmal genommen. Gucken, ob wir den einsetzen können. Ich schätze auch mal, weil er so schnell gestorben ist, wird er auch keinen sehr hohen Wert haben. Also der wird so ein Level 22er nicht überwältigen. Ja, Level 12. Ja gut, ich meine, wir können dann natürlich für die vierte Armee einsetzen. Wir haben jetzt die dritte. Ich werde zwei hier hinten lassen. Also der hier geht nach oben, wird das hier ganz oben bewachen. Und werde noch eine zweite Armee holen, weil ich weiß, dass uns irgendwann hier oben die den Krieg erklären werden. Die sind nämlich jetzt auch Freunde hier. Best Friends Forever. Diese, wie heißt das nochmal? Dekadenz oder sowas? Nee, doch, dekadente Herrscher. Und Hargreff. Und das heißt, da haben wir natürlich das Problem, dass wir da langfristig irgendwann einen Krieg haben werden. Dann will ich hier oben zwei Stacks haben, statt nur eins. Das ist schon ein ganz gutes Stack.
Dann werden wir uns da noch ein zweites holen, da kann das dann eben der gute alte Zwerg dann anführen. Ja, und so sieht unsere neue Armee aus. Ich habe jetzt 4 Donnerbarken geholt, einfach, ne? Ein Flex halt. Und wir werden uns hier runter bewegen und dann den Grimgor an die, war das gerade? Wo wollte er mich hinschicken? Achso, so rum wolltest du gehen. Nee, danke, du kannst ruhig hier rumgehen. Wir können dann direkt angreifen und können dann die Orks umhauen, hoffe ich. So, wir sind da. Und wir können jetzt den Krieg erklären. Wir haben natürlich, was zu erwarten war, den Krieg hier oben erklärt bekommen. Und zwar durch unseren Verbündeten, dem guten Boris, der uns ja wirklich auch schon geholfen hat. Von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem ärgerlich. Denn Boris hat hier gar nichts erstmal stehen gehabt. Direkt mal die erste Festung hier verloren. Na, nicht so schön. Wo hat er die verloren? Ich glaube nicht, Mann. War das den? Doch, das habe ich ihm geschenkt. Genau, die Turm der Fliegen. Okay, das ist nicht so schlimm. Ja, das, der Wald, der das Verfalls hat da hinten auch dazu gehört, ist auch ein bisschen ärgerlich. Ja, und das haben wir natürlich einen der stärksten Gegner gegen uns. Und wir werden noch einen der stärksten Gegner den Krieg erklären. Also wir selber sind Stufe 8, was schon mal ganz gut ist. Und ja, unser Zwergenfreund ist übrigens auch Stufe 1. Ne? Das ist der, den wir eben gesehen haben, wie teuer der ist, den man da konföderieren könnte. Der gute Ungrim. Das ist immer alle Namen, ne? Das ist so peinlich. Egal, ja, aber wir haben hier noch den Grimgorg. Ist das richtig? Genau, Grimgorg, den Ork halt. Ich gehe nur nach Rassen hier in diesem Spiel. Ja, das ist nicht so gut, aber sei es einfach mal drin. Der ist Stufe 16, also Rang 16. Das heißt, wir haben jetzt 18 und 16 gegen uns. Gut, wir haben Boris auf unserer Seite. Und wenn wir den jetzt halt den Krieg erklären, kommen natürlich auch alle anderen Fraktionen mit, die wir als Militärbündnis haben. Also ich denke nicht, dass Katharina uns einfach da sitzen lassen wird. Von daher können wir da loslegen. Sehen es, eins vielleicht große Orthodoxie, die nicht viel mitgehen würde. Nee, alle gehen mit. Perfekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Und dann hauen wir uns einfach schon mal einen entscheidenden Sieg. Und haben damit schon mal eine der großen Festungen. Das ist sehr gut, denn diese Festung brauchen wir dann so als Brückenkopf. Den bräuchten wir, um hier weiter ausbauen zu können. Ich habe jetzt dazu entschieden, wirklich das, die zweite starke Armee, die wir haben, runterzuschicken. Kann natürlich absoluter Fehler sein. Ja. Was soll ich sagen? Dann ist es halt so. Ne? Also wir können da jetzt nicht großartig was ändern. Wir werden jetzt mal das Gebiet hier einsacken und dann mal schauen, wie so die Resonanz ist, sag ich mal. Also Boris hat ja auch Krieg schon mit ihm. Da kam ja gar nichts hier oben. Also hier könnte man eigentlich auch mit der zweiten Armee hier oben hingehen. Ich habe nur die Angst, dass es dann vernichtet wird. Boris sollte sich auf jeden Fall lieber nach Agref wenden. Ja, eigentlich mein Plan nicht unbedingt, da jetzt gigantisch Stress zu machen, sondern eher zu verteidigen hier. Ihr seht auch schon, die erste Armee hat sich schon auf den Weg gemacht. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt zu Schlimmes erwarten. Was wir halt erwarten können, was ist ja, was ich eben schon meinte, dass wir halt jetzt noch von den anderen, also den guten alten Siegwald, den hübschen Männelein, dann auch noch den Krieg erklärt bekommen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Als echter Profispieler habe ich natürlich vergessen, meine Hauptarmee zu bewegen. Habe oben alles geregelt, das komplett vergessen. Und dann hat uns halt Grimgorg mit seinen komischen Armeen hier angegriffen. Was er nicht versteht, ist, ja, deswegen können wir die Armee, Entschuldigung, deswegen können wir die Armee einfach trennen. Er hat zwar hier Schwarzorks, sie sind natürlich recht stark, aber ehrlich gesagt ist mir das komplett egal. Wir haben 4, wiederhole, 4 Donnerbarken. Und ja, dann nehmen wir einfach die Verstärkung. Damit ist die erste Armee schon mal weg. Und unsere Armee kommt leider nicht hier hin, der ist ein bisschen langsam. Naja, auch ein bisschen alt geworden, glaube ich, einfach. Ach, guck mal, den können wir auch noch töten für so eine Quest. Und dann können wir einfach nach vorne laufen. Und jetzt denkt ihr ja, oh, knapper Sieg. Nein, natürlich nehmen wir den Blitzschlag mit. Denn das ist netter. Damit sterben wieder alle Einheiten von ihm. Und damit haben wir nur noch diese kleine Armee. Das sind die Reste des ersten Kampfes. Boah, dieses Fenster hier noch nicht fertig, ne? Okay, und damit... was, Moment mal. Das ist nicht dein Ernst. Du hast gerade echt einen Gyrobomber zerstört. Spiel. Spiel. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt das ist schon mal gut. Wir haben auch hier jetzt die Möglichkeit, theoretisch diesen Festmann auch beim Elfen können wir das schon machen. Also diesen Kampf zu nehmen. Ah, ist ein bisschen schwierig, ne, finde ich irgendwie, das zu tun. Ich meine, trotzdem, das ist nicht schlecht, ne? Geist Gungnis kriegt dann Vitalität und so weiter. Na, ein Drachenhautumhang wäre auch das Coole, was ich schon mal überlegt hatte. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch machen. Also jetzt gerade machen. Aber wichtiger wäre eigentlich natürlich hier die Armeen voranzutreiben und weiter den Push zu starten. Kommen da jetzt noch mehr? Ah, ne, ich glaube, der hat nichts mehr. Ich glaube tatsächlich, das waren jetzt so viele Armeen hier schon. Okay. Wow. Das ist natürlich echt gemein von dem Spiel, dass es uns da jetzt alles töten will. Das finde ich ein bisschen sehr frech. Sag ich ganz offen. Dann werden wir das natürlich nicht tun und erstmal nochmal was rekrutieren. Ein Gyrobomber wurde zerstört. Soll ich den einfach nochmal durch eine Donnerbark ersetzen? Dauert wohl 3 Runden, ne? Sehr lästig. Aber warum nicht? Ne? Wir haben halt Geld und der braucht ja so wenig Unterhalt. Die kosten mal 600, müsst ihr überlegen. Und hier bei ihm kostet die 378. Das ist so lächerlich. Das ist echt super. Also nicht lächerlich im schlechten Sinne, ne? Das müsst ihr nicht falsch verstehen. Das ist lächerlich im absolut lustigen Sinne.
Also was nicht so lustig ist, wie gesagt, dass wir jetzt halt da Einheiten verlieren würden. Ich habe auch keinen Bock, die selber zu kämpfen, diese Belagerung, diese Minischlachten, die einfach gar keinen Sinn machen. Dafür ist mir meine Lebenszeit dann doch manchmal zu kostbar. Mit ein wenig Hinterhalt legen und damit die Armeen so auseinanderziehen, könnten wir die Orks so ein bisschen aus, ja, halt auseinanderziehen. Wir haben natürlich schon immer einiges an Armee. Hier ist auch Grimgorg selber mit seinen Schwarzorks und den Arachnarok-Spinnen. Und auch ein paar Trolle noch. Ja, aber ich meine, mit unserer geballten Macht sollten wir die umhauen können und danach noch genug haben können, um uns überhaupt nicht damit beschäftigen zu müssen. Dann könnte ich überhaupt da... Ne, könnte ich nicht. Schade. Okay. Du wahrscheinlich auch nicht. Bist auch nicht viel schneller, ne? Nee. Schade, schade, schade. Dann gehen wir hier hin. Jurassic wäre das. Machen wir natürlich nicht. Wir werden erstmal umzingeln. Und dann werden wir unseren zweiten Kollegen, den guten Morgrimisson, der ja schon seit Anfang der Kampagne hier konstant Verteidigung macht, diesmal auch mit in den Angriff schicken und dann töten wir einfach seine gesamte Armee und besetzen die ganze Geschichte. Und wenn wir Glück haben, können wir sogar noch in den Hinterhalt gehen, weil die KI denkt manchmal eben nicht nach. Und das wäre natürlich ein großer Vorteil. Wir haben übrigens schon, wir haben noch eine legendäre, wie heißt es noch, bekommen hier. Und zwar Ulrika Magdova. Die haben wir bekommen. Die hat nämlich direkt einen silbernen Dolch dabei und eine Blutscherbe. Ich habe sie aber noch gar nicht weiter ausgerüstet, sehe ich gerade. Ja, die können wir natürlich nur ein bisschen was geben. Aber die ist schon mal ganz nett. Die hat schon mal einiges dabei. Und da können wir natürlich dann auch noch ein bisschen was an interessanten Dingen mitgeben. Ist einfach dasselbe eigentlich wie in so einem Meistertechnikus. Deswegen habe ich den jetzt da rausgeschmissen. Und die halt mitgenommen, einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. In unserem Abenteuer sind wir dann natürlich auch deutlich weitergekommen. Wir haben die Schlachten geschlagen. Wir haben zwei Gefechte mit den feindlichen Armeemonstern. Oder Armee mit feindlichen Monstern. Ich glaube, es ist verwirrt, weil hier steht 1 und 2, aber ist auch abgehakt. Dann eine Anzahl von Einheiten und wir haben Gebirgs- und Ödland-Klimakämpfe. Das geht auch immer relativ schnell. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich zwei legendäre Kämpfe noch offen. Oder Schlachten noch offen. Wir haben noch ein paar andere Missionen hier. Ihr seht es ja gegen Chaoszwerge. Die sind ja noch immer nicht wirklich da. Und wir können diesen Sistit, der ja direkt daneben uns steht, vielleicht dann auch nochmal auslöschen, wenn wir eben nicht von den bösen Grünen heute hier unten bedroht werden. Wobei diese Armee jetzt wirklich nichts mehr ist. Der Grimgorg war ja das Problem mit seinen Level 40 oder was er war. Level 30, so ähnlich wie halt unser Malakai. Ja, und hier unten sind schon unsere Freunde, das ist ganz cool. Ihr seht, die können auch ein bisschen was mit uns machen. Die wollen noch nicht ganz Frieden, weil sie sind halt sehr stark, sind halt Stärke Rang 1. Aber wenn wir die jetzt auch noch als Verbündete haben, dann ist das Spiel auf jeden Fall gelaufen. Und dann kann sich Grimgorg warm anziehen und auch die Dunkelelfen im Norden. Oh, diese gemeine Orks einfach hinter uns mit so einer Armee aus dem Nichts gekommen, mit so einer Mini-Armee. Wie gemein ist das denn? Na gut, du hast ja einfach nur geplündert, das ist mir doch egal, Junge. Also die hast du ja vorher schon, also wenn du die ganze stürmen willst, dann mach ruhig. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Ja, und ihr könnt mich gerne bezahlen für Zugang. Was ich einfach auch durch Zufall mal herausgefunden habe, wir haben bald schon kurz einen Sieg. Wir müssen nur die legendären Schlachten der Abenteuer machen und dann sind wir durch damit. Und der lange Sieg ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg. Gut, wir müssen natürlich noch so viel Provinzen halten, das ist ja mal das Problem. Die beiden wollen wir eh zerstören. Wir müssen alle 7 Schlachten haben, aber der Kurzsieg ist eigentlich eine ganz coole Sache, wobei ich ja trotzdem diese Vernichtung der Fraktion schon hätte, schon gern hätte, aber wir müssen natürlich schon ein bisschen weit gehen. Ich hoffe, dass Boris uns weiterhin hilft, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, aber ich weiß nicht, warum er diese Stadt nicht einnimmt, das nervt mich ein bisschen. Übrigens die Hagref, ja, doch, war richtig, Fraktion ist fast schon eigentlich am Boden. Wir haben die hier unten einmal aufgerieben mit einer Armee. Wobei mir das Herr hier von dem anderen da ein bisschen Sorgen macht mit den 3 Stacks, die hier einfach mal rumstehen, komplett angsteinflößend. Und oben hat Boris, glaube ich, auch eine Armee zerstört. Das ist nur was fürs Abenteuer. Eigentlich sieht das ganz okay aus. Ich weiß noch nicht, was Boris jetzt genau macht. Warum der keinen Bock hat, da irgendwie vorzugehen. Ich glaube, er ist jetzt zerstört worden, glaube ich. Die haben sich irgendwie aufgerieben, auf jeden Fall da oben. Deswegen sind die auch nicht mehr so stark. Sollte also eigentlich möglich sein, dass wir da durchkommen. Nur ihr seht, was das für ein nerviges Gelände hier ist, um da durchzukommen, wenn uns keiner hilft. Und ich muss immer die Siedlung natürlich zerstören, weil ich mit denen eigentlich nichts anfangen kann. Und ich eigentlich auch keinen Bock habe, der mir jetzt den Krieg erklärt. Der Siegwald. Es ist so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Ihr seht, diese Horde hier an Einheiten wurden auch hier oben wieder vertrieben. Ich muss mich jetzt zurückziehen, damit ich nicht irgendwie in so eine Zange gerate. Und ja, der Prachtvolle belagert uns schon. Wir können jetzt auch nicht wirklich was gegen machen. Weil der ja, natürlich stärker ist als wir. Ja, und da kommen noch ein paar mehr Armeen. Ich denke auch, dass die sich hier, wie heißen die Viecher nochmal? Die Akhol sich auch noch irgendwie verbreiten werden und Schlangenpier angreifen werden. Ja, ich habe jetzt noch eine dritte Armee hier oben. Ihr seht, Geld ist weg. Und eine dritte Armee noch gemustert, um irgendwie noch ein bisschen was Widerstand leisten zu können. Wir haben auch unten ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dass uns nochmal so 2 Stacks mit Varg angegriffen haben. Konnten wir aber trotzdem auto-resolven, aber ich habe dann tatsächlich viele Verluste erlitten. Deswegen muss ich Malakai gerade ein bisschen regenerieren. Trotzdem seht ihr, dass die Orks tatsächlich fallen. Ihr seht schon, eingekesselt von Boris, der irgendwie gar keinen Bock mehr auf Hagref hat. Also wirklich gar nichts mehr da oben macht.
stattdessen hier unten halt immer mehr Damage verursacht, was ja ganz gut ist für uns, aber ja. Wäre lieber gewesen, hätte da oben mal Hagref bis zurückgeschickt, weil ich kann dieses Gebiet einfach nicht halten und müsste hier durch die ganze Welt reisen, um diese tausenden Gebiete, ja nicht tausend, aber die 10 Gebiete, was er hat, zu zerstören. Und das ist ein bisschen lästig. Ich muss wahrscheinlich hier einmal rüber und ihm dann die Gebiete eines am anderen geben. Aber dann habe ich hier, ich habe hier halt gerade gar nichts. Alles ist halt hier oben im Norden. Sehr schwer. Aber wir sind auf der Zielgerade, sagen wir mal so. Okay, also Siegwalds KI ist irgendwie sowas ganz Besonderes, glaube ich. Also in der Schule wäre auf jeden Fall wirklich ein ganz besonderer Mensch. Hat sich stets bemüht. Er ist jetzt einfach weggeschwommen und sogar in die Reichweite unserer Armeen. Ich meine, er kann sich noch zurückziehen, aber warum macht er das? Das ist ja kompletter Wahnsinn für ihn. Oder bestehe ich hier gerade auf den... Nee, ich stehe nicht auf den Sprintmodus. Wir haben natürlich trotzdem hier von Norden sehen, die nächste Armee, die uns auch noch auf den Nerv gehen will. Aber die haben sich jetzt relativ gut verteilt. Ich meine, die Aquol sind auch noch irgendwo da. Ich kann sogar mit leben. Kann ich nicht auch noch in die Reichweite? Ja. Ich würde den also sandwichen. Aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das ist die Frage. Weil auf jeden Fall nichts, wird, glaube ich, auch nichts Brillantes hier sein. Problem ist halt eher, wir können das halt nicht einnehmen. Dieses Gebiet ist halt so nervig. Das hasse ich immer, wenn ich im Norden spiele. Kann ich nur noch mal betonen, dass die Malakai an sich super stark ist. Aber diese Position... Hier, das geht ja jetzt, dass ja alles jetzt Berg und Arktisch ist, aber diese Position einfach immer im Krieg zu sein und dann oben diese Chaoswüsten zu haben, die wir halt einfach nicht gut unterhalten können, das ist schon echt nervig, ne? Ich meine, müssen wir, glaube ich, echt mal in den Apfel beißen, entweder hier reinzugehen und das alles Boris zu schenken oder das halt einfach einzunehmen, weil sonst werden wir hier niemals Ruhe haben. Aber eigentlich ist das nicht die Priorität. Die Priorität liegt hier eigentlich eher im Osten als im Norden. Naja, gut, wir nehmen das Geschenk natürlich so an. Ich weiß nicht, ob ich die Armee auch noch rausschicken soll. Ich weiß nicht, ein bisschen wirkt das auch wie so ein Trap dann. Könnte ich hier dann stattdessen da hinlegen? Ich schaue einfach mal, wenn ich jetzt hier hingehe. Erstmal mit dem und dann mit dem nachrücke. Ja, komm, mach hin. Und dann einmal angreife. Ja, das war mir nicht klar. Jetzt zieht er sich zurück. Aber gut, das können wir ja trotzdem nutzen. Problem ist nur, diese Armee ist dann alleine. Das heißt, wir können jetzt von der anderen Seite mit dem hier rüberkommen. Dann machen wir das doch so. Und können dann den guten alten Siegwald einmal ins Jenseits schicken für ein paar Runden. Was doch ganz nett ist. Nehmen ein bisschen Regeneration und dann haben wir schon mal einen Stack da weg und dann sollte der Norden eigentlich damit auch schon fast... Okay, wir haben schon wieder einen legendären Schlacht freigeschaltet. Ich glaube, nee, nicht Blutvergießen. Ach, das wird einfach nur mal aktualisiert. Ich dachte, wir hätten die Dämonensache, habe ich nicht auch aktiviert. Schon durchgehabt, aber nee, wir haben erst zwei von drei. Trotzdem ganz cool, wir haben jetzt Malakai immer magische Angriffe. Das ist ein sehr cooler Trade. Und ja gut, wir haben 7500 Gold bekommen. Ja, ist okay. Und Vampir habe ich auch mal angenommen, weil wir wollen ja vielleicht alle sieben mal benutzen oder kriegen, wobei wir halt kaum noch gegen irgendwelche untoten Armeen kämpfen können. Aber ja, wir müssen ja sonst diese random Armeen hier zum Beispiel, das hier sind jetzt zwei Armeen, die sind ja gespawnt, ähnlich wie bei den Dämonen sind auch im Norden ja welche gespawnt, die könnte man dann halt zerstören und würde dann auch wieder Fortschritt hier bekommen. Ja, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf spielen, mal schauen, wie sich das so ergibt. Ich würde auch gerne noch mal so eine Schlacht machen, aber auch dafür ist die Zeit nicht immer gegeben. Die Ostfront ist gebrochen. Wir haben hier die Orks eigentlich ja, auf den Knien. Wir können ja überhaupt nichts mehr falsch machen. Also außer da, gut, das sind berühmte letzte Worte, ich weiß. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Ihr seht, es ist eigentlich alles weg. Wir haben auch endlich Chaoszwerge gefunden. Ihr müsst es euch vorstellen. Wir haben es geschafft, Chaoszwerge zu sichten. Hier unten sind sie. Tada, Zahnergrund. Das ist so das, ein riesiger Garnison, ja, ziemlich nervig. Deswegen sind die auch nicht besiegt worden. Das sind die beiden Gebiete, die diese letzte Konklave, glaube ich, ist es. Ja, Diener des Konklaves. Noch haben. Und das war's eigentlich. Und hier von oben hier kommt unsere zweite Armee. Ich weiß nicht, ob Boris das jetzt einnimmt. Bei Boris ist irgendwie, keine Ahnung, die KI wirkt ein bisschen broken. Das hier oben zum Beispiel nimmt er gar nicht ein, obwohl wir das halt auch eingenommen haben müssen. Dann müssen wir nachher hochlaufen. Total ätzend. Vielleicht sollte ich ihm einfach mal einen neuen Kampfbefehl geben und sagen, komm, mach mal hier. Nimm mal das da, weil der Typ ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Nicht mehr ganz so knusper, sage ich einfach mal. Ich würde natürlich hier das ganze Gebiet auch noch einnehmen wollen, aber so Richtung Zahnergrund mit beiden Armeen wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt ankommen, ob das hier eins von diesen ja, Dingen ist, genau, wo wir nicht ankommen, was ziemlich ätzend ist. Und da seht ihr, dass der Eisenpelz nämlich auch wieder kommt und natürlich wieder eine ordentliche Armee gemustert hat. Jetzt nichts total Überwältigendes, aber ja, trotzdem natürlich schon eindrucksvoller als jetzt nichts. Ne? Mit Schwarzorks sind immer recht stark, aber der Rest, ja, ich meine, Goblins kriegen wir jetzt, glaube ich, mit unserem Status mit dieser Armee schon doch recht locker klein. Damit kriegen wir unser Karagwrak endlich wieder gerechtmäßig in die Zwergenhände zurück. Können es auch plündern. Ach, ja, komm, wir setzen einfach, ganz egal. Und haben die Orks eigentlich so gut wie am Boden? Wie gesagt, oben das, was noch der Boris wegmachen sollte. Hier noch Titanen. Ja, die haben noch mehr. Oh, wie nervig. Diese beiden haben wir auch noch. Und dann werden uns wahrscheinlich die blöden Ogre noch den Krieg erklären. Aber wir haben zumindest so gut wie alles weg. Müssen uns dann noch zum Zartnagrond kümmern. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir haben wollten. Denn dann haben wir die gesamte Chaoszwerge getötet und
alle Orks oder den großen Ork zumindest, den wir killen sollen. Und wir haben nochmal Edelsteine, das ist natürlich super. Geld ist immer gern gesehen, gerade weil die Nordfront recht nervig ist, sagen wir mal. Und da kann man durchaus sowas nochmal gebrauchen. Wir bauen ja einfach nochmal ein bisschen Gyrokopter-Spaß auf. Das kann durchaus helfen, dass wir da mal ein bisschen mehr Ressourcen und Nachschub bekommen und vielleicht nicht ganz so lange warten müssen darauf. Sonst seht ihr ja, haben wir eigentlich alles eingenommen. Boris kann sich ja auch gerne hier um die Titanenkerbe kümmern oder eben wirklich um diese blöde Ebene da oben. Denn die muss nicht unbedingt in seinen Rücken stehen. Und dann wäre es das, glaube ich. 3, 4, 5, glaube ich, hat er noch. Ne, 4 nur noch, ne? Das sieht doch ganz gut aus. Können wir mal schnell nachschauen. 5 hat er doch noch. Wo ist denn die 5. jetzt? Da bin ich gerade verwirrt. Oh Gott, ne, wo ist denn jetzt diese 5. Stadt? Das sind 3 und 4 ist oben im Norden noch. Wo hat der noch eine? Wo hat der noch eine Siedlung? Oh, hoffentlich müssen wir die jetzt nicht langfristig suchen. Aber wird wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe sein. Nicht jetzt übertrieben weit weg oder sowas, denke ich nicht. Von daher passt das. Das heißt, unser Kreuzzug ist bald zu Ende. Im Norden können wir ganz kurz mal die Situation anschauen. Da werden wir von diesem blöden Akhol belagert. Ich habe hier oben 2 Gebiete eingenommen, aber es ist halt wirklich, wir können sie halt nicht gescheit halten. Und dann kommen halt immer wieder andere Armeen. Ihr seht's auch, er baut ja jetzt auch schon wieder auf, natürlich, obwohl wir schon 3 Armeen von ihm besiegt haben. Ist ein ewiger Teufelskreis. Mit Hagref haben wir Frieden, aber ihr wisst, das wird nicht lange halten. Von daher können wir uns da jetzt auch nicht auf irgendeinen Frieden verlassen. Und unsere Verbündeten aus dem Süden kommen uns eigentlich gar nicht helfen. Und Katharina zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, hat die keine KI dafür oder so? Die steht nur in ihrem Gebiet rum und ja. Jetzt hat sie sogar noch irgendwie Verschleiß, weil sie kein Geld mehr hat oder so. Sehr merkwürdig. Also keine Ahnung, was bei der los ist. Ja, den Akkohol können wir schön vernichten, indem wir hier so eine tolle Verteidigung haben. Hier, wie hieß das Lager nochmal? Auf jeden Fall die Stadt da im Norden. Und ja, wenn die so reingehen mit unseren ganzen Armschützen plus die Bombe, haben die Chaoskrieger ausgelöscht, haben wir überhaupt kein Problem damit. Wir müssen nur gucken, dass wir diese Jäger ein bisschen umgehen und dann können wir eigentlich das Ganze von hinten aufmischen. Weil eigentlich, glaube ich, sind so Armschützen da schon genug reichen, weil es ist fast nur Barbarenhorn. Wie gesagt, die Chaoskrieger, die versuche ich rauszunehmen. Denke, schwierig wird diesen Pfeilwerfern. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal reingehen und die ignorieren, weil die stehen komplett out of place, out of position, können wir vielleicht einfach hier rüberfahren und einmal komplett reinbomben. Oder sie von hinten angreifen. Auf jeden Fall, der Kampf sollte schon genügen. Ich hätte gar nicht meine Armeen zurückziehen sollen. Ich habe da bisher meine eigene Kraft ein bisschen unterschätzt. Aber ja, dann ist der Norden eigentlich jetzt erstmal wieder sicher, bis sie halt in 2 Runden wieder eine komplette Stacks haben, natürlich. Schauen wir uns da einmal an, wie so eine Bombe hier reingeht. Das will ich noch zeigen, ey. Gucken wir mal hier. Flieg mal da rüber. Okay, jetzt hebt der extra da riesig an. Das ist einfach gerade durch. Und dann schauen wir uns da mal an, wie so eine Bombe denn gelandet wirkt. Oh Gott, ich sehe gar nicht da. Okay, nicht ganz perfekt. Aber ich glaube, so in dem Sinne. Ja, so. Was? Jetzt machen wir hier nochmal. Egal, wenn wir die verlieren nachher. Ich will jetzt einfach Bomben sehen. Ihr seht schon, die werden schon ordentlich beschossen. Schicken wir einfach mal weg. Jetzt hier nochmal rüberfliegen und boom. Ah, herrlich. Das tut doch gut. Guckt euch ja die Moral an, wie sie dann droppt auf einmal. Jetzt könnt ihr die Fernkämpfer abballern. Und dann haben wir eigentlich gewonnen. Perfekt. Natürlich so viel wie möglich noch killen, aber an sich können wir alles drumherum einfach umbringen. Da sehen wir auch die letzte Siedlung, die sie haben. Also plus die im Norden, die noch immer nicht eingenommen wird. Und die 3, die hier unten sind. Malakai ist schon mal vorgegangen, hat nochmal eine Armee geplättet. Die 2. Armee ist auch so stark, die haut hier auch eine Armee plus Garnison um. Das ist also auch total easy. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie die Kampagne gewonnen. Müssen noch die letzten Reste auf dem Moppen plus halt die Chaoszwerge. Ja, und im Norden einfach durchhalten. Das wir ja aber auch ganz gut können, wie ihr gesehen habt. Wir holen uns jetzt noch Grom Brindal, den weißen Zwerg. Der ist ja auch die 2. Variante, die man hier nehmen könnte, statt Thorgrim. Damit wir einfach nochmal schön nochmal eine Armee aufsetzen können. Wir haben genug Geld, um das zu machen. Weil die Typen mir halt einfach so sehr auf die Nerven gehen, dass wir das auf jeden Fall machen sollten. Ich meine, der hat jetzt nicht die besten Fähigkeiten, aber gut, Nahkampfabwehr kann man auf jeden Fall nehmen für Armbrustschüsse und Eisendrachen. Ja, passt, ne? Kann man mitnehmen. Und dann werden wir uns auch einen Armbrustschützen her erstellen. Problem ist halt eher, wir haben keine Rekrutierungsmöglichkeiten mehr. Aber ja, so ein paar Crawlers und so weiter. Setzen wir uns da rein. Plus, was haben wir noch an Sonderlegionen? Wir können noch einen Katapult oder 2 sogar. Nehmen wir die mit als Goldtilger, kein Problem. Ja, ich weiß nicht, ob ich die da reingeben will. Ich glaube eher nicht. Aber dann sollten wir jetzt wirklich mit 4 Armeen, sollten wir dann langsam mal den Norden vielleicht mal gut halten können und auch erobern können. So, hier die Spitze ist dran und weg. Next, bitte. Was haben wir jetzt? Ja. Provinz gesichert. Und dann können wir hier mit unserem Malakai auch direkt zum Feuer rachen, wenn wir dann die Bewegung nutzen können. So, nochmal 1500 Groll auch, was auch sehr schön ist. Und auf Wiedersehen. Und damit ist der Ork eigentlich, der Grimgorg, eigentlich so gut besiegt. Hat nur einen Blutgipfel, was nochmal eine Hauptregion ist, aber halt diese komische Berghauptregion, also auch nicht wirklich stark. Wobei es viel
viel Garnison hat, aber mit unseren Armeen, die sind halt so stark mittlerweile. Da kann der eigentlich nichts mehr machen. Ich meine, und selbst unsere Zweitarmee ist schon bei Level 34, wie wir sehen können. Auch schon komplett stacked mit Buffs. Das ist schon sehr brutal. Und damit fällt die letzte Bastion der Orks im Süden dieses Gebietes. Und das ist der Blutgipfel. Wir hauen uns mit unseren super zwei Armeen einfach um. Batz. Und das kann uns gar keiner stoppen. Jetzt werden wir wahrscheinlich nach Norden gehen müssen, weil Boris einfach nichts mehr geschissen kriegt. Und wir da oben nochmal, ja, vielleicht einen letzten Kampf kämpfen müssen. Obwohl wir auch noch hier unten Nagarond, oder wie heißt es nochmal, haben. Nagrund, so rum. Nagarond ist ja im Norden. Und dann haben wir auf jeden Fall alle unsere Ziele durch. Die Trolle oder Oger werden uns wahrscheinlich auch den Krieg noch erklären. Das wird wieder ein toller Spaß. Und Boris, ja, ja, der sitzt halt da und lässt dieses Gebiet wachsen. Ich meine, irgendwie baut der Ork da auch keine Armeen. Keine Ahnung, was das genau ist. Vielleicht liegt daran das Problem. So, auf zur letzten Bastion. Gegen diese Armee, die verdammt stacked ist. Hey, Halleluja, ist sie stacked. Und gegen Zahnergrund. Da werden wir jetzt hoffentlich eine Chance haben. Die sehen echt brutal stacked aus. Um ehrlich zu sein. Aber ja, gut. Ich meine, unsere Hauptarmee kriegt schon mal eine knappe Niederlage hin. Dann sollten wir es eigentlich gebacken kriegen. Mit der, die ist ja gar nicht die Hauptarmee, ist sogar die zweite Armee. Ja, dann sollten wir es auf jeden Fall gebacken kriegen, würde ich behaupten. Das einfach zu überrennen. Nee, tatsächlich nicht. Wir müssen es belagern. Ja, da können wir ja tatsächlich noch eine letzte Schlacht draus machen. Das hier zu belagern. Ich werde es ein bisschen runterboxen, damit wir auf jeden Fall eine bessere Chance haben. Weil das ist schon hart, gegen diese Belagerungsgeräte anzulaufen. Ich glaube, das würde uns tatsächlich brutal umhauen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall belagern. Passt aber ganz gut. Er vermeidet halt Chaos, indem er belagert. Und er kann sich ja immer in sein Imbash-Liftschiff zurückziehen. Das ist ja eh perfekt. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Die greifen uns an. Das heißt, wir können das hier zur großen finalen Schlacht machen. Da müssen wir oben nur noch gucken, dass Boris seinen Job macht. Und dann haben wir es. Diese Armee hier, das ist wirklich eine Stacked-Armee. Das ist echt hart. Wir haben vier von diesen gigantisch brutalen Belagerungswaffen. Dann haben wir vier von den Zerstörern. Wir haben noch irgendwie diese Unheilstaurus. Ich kenne auch gar keine Chaos-Zwerge so richtig gut. Ja, und dann noch ein bisschen T3-Einheiten. Ja, die Garnison geht. Aber auch hier haben wir schon einige T4-Einheiten, wie diese feuergeborene Kedai. Aber wir haben dafür natürlich fünf Luftschiffe plus unser Geist Grungnis auch noch. Wir haben nicht ganz so viele Gyrobomber oder Gyrokopter, wie ich mir gewünscht hätte. Wir haben ganze drei Gyrobomber und einen mit Schwefelkanonen. Ja, ansonsten natürlich Langbärte. Also ist nichts irgendwie Schlechtes. Und viel Belagerung. Belagerungswaffen. Aber wir haben dann so ein bisschen Belagerungswaffen-Standoff, denke ich mal. Wenn wir das schaffen können, das zu besiegen, sollte das kein Problem werden. Naja, schauen wir uns mal an. Als letzten großen Kampf. So, hier sind unsere Luftschiffe mitten im Einsatz. Das wird ein pures Chaos. Wir haben schon komplette Armeen ausgelöscht bekommen, weil diese Artillerie so brutal reinhaut. Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie diese Artillerien ausschalten können. Dann nehmen wir noch Geist Grungnis zur Hilfe, damit das irgendwie auch funktioniert. Wir müssen gucken, dass unsere Gyrokopter notfalls opfern. Ihr seht schon, wir haben ganze Armeen schon verloren. Allerdings gehen natürlich jetzt auch unsere Luftschiffe steil und werden hier auch alles nacheinander zerstören. Aber es ist natürlich pures Chaos, ja, wirklich, ganz ehrlich. Es ist wirklich pures Chaos. Es ist wirklich nicht viel, was wir jetzt koordinieren können, eben wegen dieser massiven Überlegenheit, die diese Artilleriegeschütze haben gegen uns. Das ist brutal, da auch überhaupt Übersicht zu bewahren. Wo sind denn die anderen? Ach, da sind sie. Der eine ist schon mal geflohen, oder warum flieht ihr da rum? Achso, ihr flieht gerade. Das ist natürlich total nervig. Aber ich kann es verstehen. Unsere Luftschiffe bauen hier einfach und machen einfach eine Bombarde wie Hölle. Gucken wir einfach mal, wie das so aussieht. Und ja, wir werden hier von diesen ganzen Viechern natürlich neu überrannt. Von den Zerstörern. Wir können aber natürlich versuchen, alles Mögliche noch draufzugeben. Oh Gott, ist das Chaos. Das ist purer Chaos. Pures Chaos. Mein Gott. So, Makai ist jetzt auch schon im Angriff. Ihr seht, das ist wirklich purer Horror. Wir können hier kaum irgendwas unternehmen. Weil hier von allen Seiten natürlich massiver Druck kommt. Wir sollten jetzt einfach auch aggressiv vorgehen. Stellen wir hier oben hin. Vielleicht können wir da irgendwie einen Vorteil erringen. Wir versuchen den Kampf irgendwie auf unsere Seite zu ziehen. Auch wenn wir hier massive Probleme haben. Das Luftschiff, dieses Problem ist, diese blöden fliegenden Einheiten machen uns das Leben zur Hölle. Ihr seht schon, die fliegen hier über uns her und nerven uns zu Tode. Und unser Luftschiff kriegt auch massiven Schaden und natürlich extrem ärgerlich ist. Wir müssen schnell über die drüber fliegen und die zerstören. Nicht stehen bleiben, bitte. Wird auch von der Artillerie befeuert. Ihr seht auch schon, Geist Grungnis ist auch schon zerstört worden. Und wir können halt nichts gegen diese blöden Fliegeviecher machen, das ist das Problem.
Seht auch, 15 so Slayer sind halt komplett vernichtet. Sollten jetzt hier durchziehen und irgendwie versuchen. Guckt euch das an, was wir für Schaden kriegen von dieser Artillerie von denen. Das ist wirklich nicht normal. Die sind halt noch immer da total unbeeinflusst. Was das Ganze natürlich extrem schwer macht. Keine Ahnung, ob wir da überhaupt gewinnen. Also mit meiner wachen Fähigkeit hier gewinnen können. Problem ist halt, er ist auch extrem schnell vorgegangen, als unsere Beschleunigung, unsere Verstärkung da war. Das hat natürlich ein Riesenproblem darstellen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mit unseren Luftschiffen da hinten hin. Ja, das Problem ist halt dieser blöde Held, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Gorf, der hält uns natürlich hier in Schach, sodass wir auch gar nicht mit unserem Kopf irgendwo hinkommen können. Die natürlich komplett nutzlos sind oder fast nutzlos sind. Auf damit die Granaten bitte. Pures Chaos, wirklich, ey. Pures Chaos. Wo ist denn unsere Zauberin eigentlich? Die hat nämlich auch eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten, hier uns noch irgendwo zu helfen. Dass wir da noch eine Chance haben. So, geh mal rein da. Die Slayer sind halt auch einfach nur komplett lost. Sie können die hier schießen, oder nicht? Das ist auch eine gute Frage. Ich hoffe, dass sie da in den Abgrund runterschießen können. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass es nicht funktioniert. So, hauen wir hier nochmal einen Zauber drauf. Diese Fernkämpfer, ne? Mach mich fertig. Luftschiffe, ein Luftschiff. Grungi ist auch noch da. Okay, das ist nicht schlecht. Können wir dann doch was gegen die Artillerie unternehmen. Ihr seht aber schon, ein Luftschiff geht langsam down. Ich meine, im Endeffekt ist gar nicht so schlimm. Okay, schießt ihr bitte? Wir wollen nicht schießen. Schießt! Gut ist. Muss man jetzt wirklich jeden Millimeter da bewegen? Oder? Ja, muss man tatsächlich. Sehr nervig. Ja. Pures Chaos. Irgendwo zerstören wir schon allein durch diese massiv starken Helden, die wir haben. Noch, die Armee. Ihr seht schon, das ist wirklich nur pures Chaos. Ich schicke hier nochmal unsere Feuerspeier, also Eisendrachen, nach vorne. Die Luftschiffe dezimieren langsam die Artillerie, das ist schon mal gut. Wobei der Druck eigentlich, ja keine Ahnung, eigentlich schon geschehen. Also wir haben schon so viel Einheit dadurch verloren. Aber ihr seht, langsam bricht so ein bisschen deren Fernkampfkraft. Was uns natürlich den Vorteil gibt. Ihr seht hier hinten auch unsere starken Einheiten sind natürlich fast alle dezimiert bis zur Unkenntlichkeit. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir so starke Nahkampfeinheiten haben. Plus halt diese massive Überlegenheit durch die Luft. Dass wir da doch noch durchhalten können. Gerade weil die haben halt sehr schwache Fernkämpfer, aber natürlich dann sehr viele, die uns gut umhauen. Und diese blöden Fliegeviecher, die sind, glaube ich, noch das mit größte Problem, das wir haben. Aber auch die kriegen wir langsam unter Kontrolle. Langsam aber sicher. Wir müssen noch den Dorf halt töten, der geht mir natürlich auch noch auf den Nerv. Ja, ob unser Luftschiff überhaupt da in der Lage sind, sowas zu tun. Ich hoffe mal. Ja, doch, die können. Ich sehe schon her, seht's. Einmal hier nochmal den Schuss, wie die ballern. Wunderschön, wunderschön. Und da haben wir auch schon gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, ganz ehrlich. Ich glaube, wir konnten irgendwas mitnehmen. Es war einfach nur pures Chaos. Wir haben auch ein Luftschiff oder zwei oder drei verloren sogar. Also massiven Schaden erhalten natürlich. Ja, ihr seht hier, geht noch eins in Luft auf. Kaputt, obwohl wir eigentlich den Kampf schon vorbei haben. Aber ja, es scheint egal zu sein. Oh Mann, das war echt... Das war ein Pyrrhus-Sieg, ja, auf jeden Fall. Also knapper Sieg wurde uns vorgegeben, ich habe Pyrrhus-Sieg gemacht. Aber das war auch die KI ist auch sehr schnell auf unsere Ersatzarmee, also auf Malakai gegangen. Und das war schon... ziemlich überwältigend. Plus, dass die Artillerie unserer Hauptarmee oder unsere erste Armee komplett unter Beschuss genommen hat. Vielleicht vier Stacks oder so hat zerstört hat oder noch mehr wahrscheinlich sogar. Aber die gehen echt schnell kaputt, die Dinger. Na gut, werden natürlich auch ein Feuer, aber haben natürlich auch einen ordentlichen Schaden dann. Ihr seht hier zwischen das 257 Kills. Die direkt auf die Belagerungswaffen schicken sollen. Ja, es ist, hätte es auf jeden Fall besser kämpfen können, aber ich wollte auch ein bisschen weiter erzählen. Und wir haben auch so viele Ressourcen momentan, dass wir das eigentlich auch immer wieder, ja, gut machen können. Ihr seht auch die Armeefluss, bei denen sind halt viel schlimmer. Wir haben halt unsere Donnerbarken verloren, was natürlich sehr ärgerlich ist. Wird hier natürlich auf jeden Fall Regeneration nehmen, damit wir da langfristig dann noch diese Stadt einnehmen können. Das wäre hilfreich. Wir haben auch ganz viele Rebellionen, das ist ja jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Wir sehen, jetzt sind wir hier und können zuschlagen. Verlieren auch hoffentlich keine Einheit mehr. Nee, tatsächlich nicht. Das ist doch perfekt. Und dann haben wir Zar Nagarund. Nagrund? Ich vergesse immer den Namen, ne? Nagrund, genau. Haben wir dann 17.000. Ja, plündern und besetzen. Diese 17.000 gönnen wir uns. Und damit haben wir tatsächlich eine der stärksten Festungen hier eingenommen. Ihr seht auch, wir haben auch ein extra Gebäude hier. Große Tempel des Hashut geschändet. Ne, wir haben natürlich geschändet, weil wir sind ja nicht gerade den Fans, die Fans von denen. Aber haben natürlich massiven Vorteil dann dadurch. Jetzt werden wir erstmal den ganzen Trash hier auf Seite tun. Obwohl, das lassen wir wegen der Kontrolle, damit wir hier nicht noch mehr Rebellionen haben. Und können hier richtig schön ausbauen und unsere Verstärkung dann sammeln. Ja, und eigentlich sind wir eigentlich durch. Ihr seht, wir haben zwar was verloren da an den Sachen, müssen total der Trauer einnehmen.
Und oben muss sich Boris mal, ja, vielleicht mal bemühen, da irgendwas zu tun. Damit sind die Diener des Konklaves zerstört. Tal der Trauer gehört uns. Jetzt müssen wir mal machen. Boris hat eigentlich gesagt, er macht das, aber er schafft es nicht. Er ist tatsächlich wieder gestorben, ey. Der kriegt das nicht hin. Jetzt muss ich da echt hochlaufen. Naja, ich erspare euch das. Das ist das Gute an so einem geschnittenen Let's Play. Norden haben wir die dekadente Herrscher einfach über Overpowern einfach mal umgehauen. Mehr konnte man nicht machen. Währenddessen haben wir natürlich hier konstant Gebiet verloren. Aber wir haben zumindest Siegwald umgebracht. Das ist schon mal das Wichtigste. Nur noch die zwei Gebiete kaputt machen von seinen Vasallen. Und dann sind wir auch den Norden, naja, nicht ganz los. Hagref ist nochmal da, aber haben zumindest mal keine Befürchtung mehr von irgendwelchen Doomstacks, die da runterkommen. So, da stehen wir endlich. Der Boris hatte sogar noch Gebiete verloren. Ich konnte eins zurückerobern, er eins zurückerobern. Und jetzt sind wir vor unserem letzten Ziel, um endlich diesen verfluchten, legendären Groll zu beseitigen. Wir werden jetzt schön über die hinwegwalzen. Einfach nur sie vernichten. Wunderschön. Und dann haben wir die auch endlich zerstört. Ihr seht, Grimgok ist nicht mehr da. Der wurde eben noch von Boris geklatscht. Das heißt, da ist auch kein großer Kampf mehr. Wir plündern nochmal, einfach weil wir es können. Und dann können wir jetzt sehen. Okay, jetzt wird ganz viel weggeklickt. Klick, klick. Und hier seht ihr es jetzt. Wir haben es geschafft. Den Groll entfernt. Die Jünger des Haschut. Diener des Konklaves. Die Legion von Asgore. Oberherren von Zadok. Wir tun einfach so, als wenn wir die wirklich getötet hätten, ne? Und Grimgorgs harte Horde. Im Prinzip hat er ja alle getötet, außer Diener des Konklaves. Und damit haben wir einen Chaos-Zwergengroll beseitigt. Das ist halt ein bisschen hart, muss man jetzt nochmal sagen, so am Ende des Weges. Dass wir haben jetzt endlich mal einen Zugang halt. Wir können jetzt von hier unten, von Uskulak, können wir uns jetzt porten nach Karak Azorn. Jetzt muss ich gerade schauen, wo das ist. Und zwar hier unten. Hier könnten wir jetzt hin. Karak Azorn. Das wäre halt eine Möglichkeit, die wir jetzt haben nach 114 Runden. Übrigens, die Endgame-Krise ist hier unten. Übrigens, die Pyramide ist hier erwacht. Wo ist das nochmal? Ja, hier im Süden halt. Ne? Sieht man jetzt nicht. Aber da im Süden halt, da erwacht die Pyramide gerade. Der ist aber nicht mehr losgegangen. Auf jeden Fall, das ist jetzt der erste Knotenpunkt, den wir haben, der jetzt auch mit 3 Runden hier weniger getroffen oder bewegt werden kann, weil wir ja schon unseren Nordgroll weggemacht haben. Ist natürlich schon heftig. Wenn wir jetzt mal raufgucken, das Endergebnis. Wir sehen hier Karak-Kadrin. Guckt euch das an, was der alles hat. Also der besitzt ja wirklich so viel Gebiet. Wir haben trotzdem nicht geschafft, dass, obwohl er das alles besiegt und die Zwerge sogar auch noch sehr stark sind. Ihr seht es hier. Wir haben auch noch alles hier. Nicht mal geschafft, den ersten Groll zu machen. Und teilweise haben halt auch unsere Verbündeten, die Armeen, die Städte, zum Beispiel Düstersee, Zufbar, hat nämlich ja halt, wie heißt es noch, Nullen und Wissenland, also die Elsbeth, die neue. Und die hat auch Baragwar. Das heißt, wir haben zwei, die einfach nicht genommen werden konnten, weil dann hätten wir ja viel mehr Tunnelnetzwerke gehabt. Berge der alten Welt und Großgebirge. Können wir halt einfach nicht machen. Oder wir erklären denn jetzt den Krieg. Aber da hätten wir ja auch eigentlich keinen Einfluss drauf gehabt. Wir wären niemals von unten gekommen. Ihr seht ja, wie viel Zeit das jetzt schon gekostet hat. 114 Runden. Ich meine, das ist jetzt auch nicht viel. Aber ihr seht halt, dass wir jetzt gerade erst hier oben den Siegwald ausgelöscht haben. Ich habe jetzt Agol auch auf Frieden gemacht, damit wir nicht auf den Nerv gehen, weil die Gebiete sind alle Kackes hier. Wir haben Hagref noch dagelassen. Das heißt, wir haben eigentlich sogar noch einen Feind im Nacken. Weil den sollte Boris langfristig zerstören können. Und wir haben halt das hier alles jetzt eingenommen. Wir sind jetzt nach hier unten gezogen und haben jetzt einen einzigen Teleporter-Modus. Aber trotzdem seht ihr ja, unabhängig davon, dass ich das dann das System cool eigentlich finde, aber viel zu spät wieder. Und auch dieses Abenteuersystem, ich könnte jetzt noch die Schlachten alle durchkämpfen. Ich habe sie alle freigeschaltet. Aber warum? Ne? Es sind halt Buffs, klar, das ist cool, ein paar Gegenstände. Aber wir sind eigentlich jetzt schon so weit und so overpowered und hatten auch gar keine Zeit. Also ich hatte zumindest keine Lust, auch wo ich die Zeit hatte. Und meistens auch wirklich keine Zeit, weil unsere Armee, habt ihr ja gesehen, hat auch die Luftschiffe ja auch immer verloren. Also bei großen Kämpfen sind diese Luftschiffe wieder kaputt gegangen. Wir mussten wieder 3 Runden rekrutieren. Das hat wieder gedauert. Und das war dann einfach irgendwie nicht die Zeit, das zu machen. Sonst finde ich die Mechanik eigentlich ganz nett. Man muss ja nicht immer nur alles töten oder sowas. Man hat ja auch ein paar Sachen, wo man wirklich auch nur bestimmte Quests, ja wohl doch, ist eigentlich alles töten. Bestimmte Quests Gegner besiegen muss. Bestimmte Regionen kämpfen muss und so weiter. Ihr seht zum Beispiel, das haben wir komplett beendet. Sogar mit dem Kampf. Das erste haben wir nur den Kampf nur. Ja, hier auch noch eins. Aber Hochelfen werden wir halt nicht bekämpfen. Gut ist halt, dass man, und das ist vielleicht wichtig, dass man die Abenteuer beenden kann, ohne halt wirklich gegen die Untoten jetzt zum Beispiel gekämpft zu haben. Müssen wir noch eins machen. Das wären diese Random-Armeen. Die zählen ja auch schon als zwei Untote-Armeen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und ja gut, Waldelfen wird natürlich extrem schwierig. Und Dämonen haben wir natürlich auch, seht ihr ja, schon 4 beendet, wo man auch relativ gut reingeht. Und die Buffs sind natürlich dann ganz nett, die mitzunehmen. Gerade beim Schnitter finde ich sie nicht so super toll, weil der Schnitter halt so eine Nahkampfartillerie eher ist, sehr viel Schaden zwar verursacht, aber dann überrannt werden würde, wenn ich ihn jetzt schleichend aufstellen würde ohne Hilfe.
Aber insgesamt schon eine nette Mechanik. Aber das Luftschiff ist halt eigentlich das, was den natürlich so kann. Das Luftschiff ist halt so im Balance. Er kann sich immer regenerieren. Er kann immer super Einheiten rekrutieren. Und auch relativ schnell sehr gute Einheiten rekrutieren. Es ist halt wirklich ein mobiles Monster einfach. Und das macht das Ganze so stark. Auf jeden Fall können wir dann abschließend sagen, das Gute hat triumphiert. Kislev sitzt auf ihren Gebieten oder auf seinen Gebieten rum und gammelt so ein bisschen außer Boris. Der macht ja wenigstens noch ein bisschen was. Das Reich, seht ihr ja auch, ist nicht bis verwirrend auf dieser Karte, sehr ziemlich groß. Ihr seht bis zum Süden hier runter, wo noch wahrscheinlich die bösen Mächte regiert haben. Ja, Bretagne oder Bretonen, die Bretonen sind jetzt nicht gerade super stark, aber sonst die Zwerge leben hier sogar noch mit uns vier Fraktionen und sind sogar mit zwei oder mit mir drei Großfraktionen, also sehr große Fraktionen, können wir hier nochmal sehen. Das haben sie also auch überarbeitet, weil ich weiß, es gab mal eine Zeit, wo die Zwerge komplett vernichtet worden sind. Also hier Kadrin ist halt tatsächlich erste. Also die Hochelfen dann haben wir die zweimal die Echsen und dann kommen wir, sind drei, stimmt, nee, wir haben erstmal Karakadrin, Elfen, dann kommen wir und auf der neun ist dann auch noch Eisenstürns Expedition, das heißt, der ist auch recht stark. Und damit ist das ein gutes Ergebnis und ich bin damit auch recht zufrieden. Wir könnten jetzt hier die Siegbedingungen für den kurzen locker machen, indem ich die drei legendären Schlachten kämpfe, aber die würde ich halt einfach nicht zeigen, weil sie nicht so spannend sind, weil die Schlachten jetzt auch viel zu einfach sind. Und wir könnten auch noch 14 Sachen einnehmen und ich könnte das letzte Abenteuer noch machen, aber im Endeffekt denke ich mal, habt ihr schon einen guten Eindruck bekommen, wie das geht. Also dieser Malakai ist halt an sich schon sehr cool. Macht sehr viel Spaß. Macht schon ein bisschen zu einfach, finde ich. Aber gut, das ist halt Total War, ne? Das ist halt immer das gleiche Erlebnis. Man hat halt irgendwann, oder relativ schnell, wenn man weiß, wie es geht, mit den Hinterhalt legen und so weiter, ein großes Snowball und gewinnt da natürlich überwältigend. Aber das ist ja auch irgendwo der Reiz der Sache, ne? Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann ein Abo da. Sind ja wahrscheinlich nicht viele, die bis hierhin geschaut haben. Ich wollte einfach mal Warhammer nochmal spielen. Mal diesen neuen DLC mal ausprobieren, mal gucken, wie die Zwerge sich gegeben haben, weil CA, also Creative Assembly, ja sich so entschuldigen wollte und das wollte ich mir einfach mal anschauen. Und das hat Spaß gemacht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich muss jetzt 20 Runden spielen, vielleicht mal irgendwo eine Runde nochmal, aber dafür ist es dann doch irgendwo noch immer dasselbe Spiel. Auch wenn ich die Einheiten, die dazugekommen sind, auch sehr cool finde, gerade die Donnerbarken sind natürlich absolut im Balance, wenn man die gut einsetzen kann und gerade wenn man gegen Armeen kämpft, die kaum Fernkämpfer haben. Total krass. Auch die Gyrokopter fand ich gut, gerade gegen diese Seuchenwespen und so. Also so spezialisierte Assassinen sind das ja im Prinzip auch sehr gut. Egal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie gesagt, und haut rein. Bis zum nächsten Mal.